Die Bundesregierung hat das Konjunkturpaket beschlossen. Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellten den Gesetzentwurf in Berlin vor. Mit dem Kraftpaket, das wir geschnürt haben in der Größenordnung von 130 Milliarden Euro, wollen wir schaffen, dass die Talsohle der konjunkturellen Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte durchschritten wird. Den Unternehmen soll es leichter gemacht werden, jetzt zu investieren. Sie sollen ermutigt werden, in den kommenden Monaten neue Dienstwagen oder neue Maschinen zu kaufen. Da viele Unternehmen gerade Zahlungsschwierigkeiten haben, gibt es außerdem mehrere Steuererleichterungen, die noch in diesem Jahr wirksam werden. Diese Erleichterungen sollen dafür sorgen, dass die Unternehmen jetzt sofort Liquidität haben und praktisch der Steuereinnahmeverlust nicht in 1, 2 und 3 Jahren eintritt, sondern jetzt in diesem Jahr. Und umgekehrt dafür natürlich sorgt, dass die Unternehmen jetzt mehr Liquidität und Geld haben. Für Familien war die Corona-Zeit schwierig, weil die Kinder nicht in die Kita gehen konnten. Nun zahlt der Staat für jedes Kind einen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. Alleinerziehende können in diesem und nächstem Jahr bis zu 4.000 Euro von der Steuer absetzen. Es ist ein Dankeschön an Millionen von Familien mit Kindern, die in dieser Krise besonders viel durchmachen mussten und die mit ihrer Disziplin und mit ihrer Bereitschaft anzupacken dazu beigetragen haben, dass wir als Gesellschaft und Wirtschaft die Herausforderungen meistern konnten.